Einen wunderschönen guten Morgen, ihr lieben und tollen Leute da draußen und Freunde der Wahrheit. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Kommentare zu Politik, eurer objektiven Nachrichtensendung. Heute geht es um ein sehr spannendes Thema, und zwar China. China hat ein riesiges Problem. Und zwar ist China weltweit die Nummer 1, was Einwohner angeht. 1,3 Milliarden. Zum Vergleich, Deutschland hat 82 Millionen. Das ist weniger als ein Zehntel. Die USA, das zurzeit mächtigste Land der Welt, haben nur über 300 Millionen, also nur ein Drittel von China. Aber China ist die Nummer 4, was die Größe angeht, ist das viertgrößte Land und trotzdem das Land mit den meisten Einwohnern. Deswegen haben sie natürlich ein großes Platzproblem. Und wenn wir uns jetzt China mal anschauen, hier, das ist dann hier China, da oben ist dann die Mongolei, hier unten ist Indien, dann sehen wir, ein Großteil von China ist auch noch bedeckt mit Wüste. Die Wüste Gobi ist übrigens der kontinentalste Ort der Welt und damit der mit den stärksten Temperaturschwankungen. Und obwohl es da eine Wüste ist, ist es teilweise eisig kalt. Also ihr habt da im Winter minus 50 Grad, im Sommer plus 40, 50 Grad. Also sehr, sehr extrem kontinental und heiß und kalt und keine Natur und quasi lebensunfähig. Und das Problem, das China hat, ist eine Desertifikation. Also die Wüste hat sich jahrzehntelang immer mehr ausgebreitet. Und der Grund ist, nein, nicht der Klimawandel, auch wenn das immer gerne in den Nachrichten steht. Der Grund ist vor allem, sind die Menschen selbst. Der Grund ist, dass die Menschen die Desertifikation vorantreiben, indem sie zum Beispiel Wälder abholzen. Menschen brauchen einfach Energie, sie brauchen was zu essen, sie brauchen was zum Bauen. Und wenn sie da einfach ohne große Überlegen versuchen, ihr Leben zu gestalten, dann ist naheliegend, dass man sich einfach mal ein paar Bäume fällt und vielleicht mehr als da wieder nachwachsen. Und so war es so, dass in China bis etwa 1990 jedes Jahr etwa 3000 Quadratkilometer an Fläche verwüstet sind. Also die Verwüstung, Desertifikation hat sich immer mehr fortgesetzt in unserem lieben China. Und das ist natürlich ein Problem für ein Land, das bevölkerungsmäßig und wirtschaftlich am Wachsen ist. Und so hat China 1999 das Grain for Green Program gestartet. Und mit diesem Programm haben sie eingeführt, dass sie quasi die Desertifikation bekämpfen wollen. Und sie haben angefangen, wieder zu bepflanzen. Und das mit großem Erfolg. Wie jetzt rauskam in einer Nachrichtenseite, People Daily, das ist übrigens eine chinesische Nachrichtenseite, kann ich sehr empfehlen, haben sie etwa 700.000 Quadratkilometer künstlich bepflanzt. Das ist die doppelte Fläche von Deutschland. Also, meine Lieben, als ich das heute Morgen gelesen habe, war ich wirklich schlichtweg begeistert. Weil eine Sache, die mich seit langem umtreibt, ist, wir haben hungernde Menschen überall, wir haben Armut, überall wird von Überbevölkerung geredet und gleichzeitig haben wir riesige Wüsten wie Gobi oder die Sahara, die mit so einfachen Mitteln wie Forestation, also Wiederaufforstung, in ein herrliches Paradies theoretisch verwandelt werden könnten. Theoretisch braucht man noch nicht mal Meerwasserentsalzung, aber heute ist es relativ günstig, Meerwasserentsalzung herzustellen. Also es wäre technisch kein Problem. Da müsste man ein paar Milliarden investieren und man könnte Wüsten begrünen. Und ich frage mich, wieso wird das nicht gemacht? Wieso werden Milliarden ausgegeben, um den Irak einzunehmen? Wieso geben wir Milliarden aus, um Menschen aus dem Nahen Osten nach Deutschland umzusiedeln, Milliarden. Wieso geben wir 50 Milliarden aus für erneuerbare Energiegesetz? Mit solchen Geldern könnten wir Wüsten begrünen. Wieso wird das nicht gemacht? Das frage ich mich immer wieder. Und ich sehe einfach, dass China, die ein bisschen unabhängig sind vom Westen, dass die Dinge machen, die wir nicht schaffen. Die doppelte Größe von Deutschland wurde in den letzten 20, 30 Jahren aufgeforstet. Wenn wir schauen, Deutschland ist etwa so groß hier. China, sagen wir mal, zweimal diese Fläche hier wurde wieder aufgeforstet. Man muss natürlich dagegen reden, es findet gleichzeitig auch eine Desertifikation statt. Das heißt, es ist ein Kämpfen Mensch gegen die Natur so ein bisschen. Also es ist natürlich, die armen Bauern holzen da weiter ab. Das heißt, es ist hier so ein Gleichgewicht. Aber die Verwüstung wurde gestoppt und mittlerweile wächst das Grünland deutlich. Etwa 1500 Quadratkilometer im Jahr wächst das Grünland in China. China wird immer grüner. Die machen da einiges richtig, was wir im Westen auch könnten, aber nicht tun. Wieso tun wir das nicht? Wieso helfen wir nicht Afrika mal richtig? Also, ein Fokus des Programms war hier die Region Tianjin und Peking. Die hatten sehr viele Probleme damit, dass die Wüste sich ausgebreitet hat und der Sand immer mehr Land eingenommen hat. Und mittlerweile ist dieser Trend umgekehrt.
Und das ist einfach eine schöne Nachricht. Wir haben so viele negative Nachrichten. Wir denken über den Dritten Weltkrieg nach, über viele Dinge, die uns stressen, die Stress erzeugen. Aber es gibt so viele gute Dinge auch, die passieren. Eine Wiederaufforstung, das ist wirklich was richtig Gutes für die Welt ist. Wir könnten so viele Milliarden Menschen noch ernähren. Tut mir leid für meine Stimme heute Morgen. So viele Milliarden Menschen könnten wir ernähren und ein gutes Leben geben, wenn wir wieder Aufforstung wie die Chinesen betreiben würden. Und damit, das ist mein Wort zum Tag für heute. Ich wünsche euch auch heute eine wunderschöne Mitte der Woche. Ganz viel Freude, ganz viel Frieden euch, ganz viel Gesundheit, körperlich und psychisch. Liebe von euren Freunden, von der Familie, Erfolg in allem, was ihr tut, Segen und Glück. Und bis zum nächsten Mal. Ah, und vergesst bitte nicht, einen Daumen nach oben und den Kanal zu abonnieren. Wiederhören.